Am 11. Juni 2003 ist der Gründer von der Paraplegiker-Stiftung, der Guido Arzach, vom Basler Strafgericht zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das sieht man hier gerade auf den Bildern, wo er aus dem Strafgericht rauskommt. 2 Jahre später hat das Appellationsgericht das Urteil dann geändert und eine bedingte Freiheitsstrafe zu vor 16 Monaten gesprochen. Der Fall war riesig in den Medien und es ist sehr viel hin und her gegangen. Ist das eher ein guter oder ist das eher ein böser Mensch? Wohltäter oder Täter, so heisst auch das Buch. Das neue Buch von Peter Zimmermann. Und Peter Zimmermann ist jetzt hier bei mir zu Gast. Herzlich willkommen an der Telebar, Herr Zimmermann. Jetzt frei aus. Wohltäter oder Täter, zu was am Schluss sind Sie jetzt gekommen? Also ich würde vorausschicken, die Antwort ist nicht das Wesentliche, auch im Buch nicht, sondern der Weg, der zu dieser Antwort führt. Aber er ist beides. Okay, mal schauen, vielleicht kommen wir hier einmal auf die Spur. Warum überhaupt haben Sie das Buch geschrieben? Also es liegt natürlich in meiner Linie. Ich habe mich ja immer mit Wirtschaftskriminalität befasst. Ich habe ja schon vor 12 Jahren ein Buch über den André Plumet und vor 2 Jahren über Bering, Dieter Bering, geschrieben. In dem Sinn liegt es ein bisschen drin. Aber es hat also einen konkreten Anlass, und das ist, dass der Herr Zach mich in ein neues Projekt, das ihm einspannen wollte, das er geplant hat. Er hat das natürlich ein bisschen halb verdeckt gemacht. Und das hat mich dann eigentlich auf den Geschmack gebracht, aber ich habe mir dann gedacht, ich will das unabhängig machen. Mhm. Aber haben Sie denn den ganzen Fall, den Prozess vorher, was schon gelaufen ist, haben Sie das dort schon verfolgt oder haben Sie das erst nachträglich dann aufgearbeitet? Ich habe es natürlich schon verfolgt, aber ich habe es natürlich dann auch auf einer ganz anderen, viel eingehenderen Ebene dann, aufgearbeitet. Ja. Sie haben gesagt, der Prozess, wenn der nicht in Basel stattgefunden hätte, dann wäre es zu einem Freispruch oder nicht einmal zu einer Anklage. Wie kommen Sie zu so einer Aussage? Also, es ist die Entwicklung und die Anlage von diesem Buch und auch mein Anliegen, eben Handlungsspielräume aufzuzeigen, wo die Beteiligung, aber auch die Justiz haben. Es ist eben nicht alles so festgefasst und festgefahren, wie wir das erleben. Und in dem Sinn ist es natürlich auch ein Appell an die Justiz, die Handlungsspielräume zu sehen. Und ich habe dann auch mit Ärzten und Redaktoren außerhalb von Basel geredet. Und dort ist auch einmal die Meinung gefallen, dass ich im Kanton Luzern überhaupt nicht angeklagt worden wäre. Dann bin ich dann nachgegangen und eigentlich müssen sagen, das ist durchaus eine Hypothese. Ich meine, man kann ja das so aber nicht, wie stützen Sie die Aussage? Also was ist es, was eben, dass erstens mal andere das auch gesagt haben und dass dann die Analyse, die ich gemacht habe von der Basel-Justiz, ich schon gespürt habe, dass das eine ganz besondere Ambiance hat und eine politische Grosswetterlage, die in Basel natürlich ganz anders ist als außerhalb. Hat denn Basel irgendetwas gegen den Herrn Zach? Gibt es da irgendwie Hinweise drauf? Er hat eine frühe Geschichte in Basel, aufgrund von seinem Lebenslauf, hat er natürlich eine große Rolle. Er war 18 Jahre hier in Basel tätig, im Paraplegikerzentrum, und ist dort ausgebremst worden und hat dann nach gehörigen Kämpfen das Paraplegikerzentrum in Nordwil gebaut. Wie ist das Verhältnis gesehen? Der Guido Arzach und Basel? Ja, er ist natürlich der Gegenbürokrat gesehen. Er war wirklich ein Pionier gesehen. Er hatte Ziele gehabt, er hatte Visionen gehabt und hat sich erst in zweiter Linie dann um Reglement und so kümmert. Oder? Wenn irgendjemand etwas gebraucht hat, sei es jetzt Gehhilfe oder eine Matratze, wo man in der Wund gelegen ist, hat er natürlich nicht im Reglement nachgeblättert, wo man jetzt das muss herholen und wie viele Kreuzchen man braucht, sondern er hat dann das beschafft und hat dann gesagt, die sind Rechnung an mich stellen, und nachher hat er dann Glück, dass sie irgendwie zahlt wurde. Das wirkt irgendwo noch sympathisch, passen denn so Leute nicht nach Basel?
Offensichtlich nicht, nein. Also in seiner Zeit nicht. Dort war ja auch die Devise von der Basler Regierung, wir haben genug alte, arme und lahme, nicht? Die wollen wir nicht mehr. Und sie haben ja dann auch einen sehr rigorosen Aufnahmestopp gemacht und gesagt, wir nehmen im Paraplegikzentrum keine Patienten über 60 und unter 16. Das war also sehr hart. Und das war natürlich der Boden, wo die Vision vom Herrn Zeche können wunderbar aufgehen. Aber dann ist ja eigentlich die These von Ihnen, also Basel hat irgendwo im Herrn Zeche auch wollen eins auswischen mit dem ganzen Urteil. Das, also auswischen, ja, das ist natürlich schon, es ist eine offene Rechnung gewesen, es sind Animositäten da vorhanden gewesen, wir haben das schon gespürt, das haben ja auch die Verteidiger aus Zürich haben das auch zum Ausdruck gebracht und haben das dann auch begründet so und gesagt, sie im nonverbalen Bereich. Gut, Trotzdem, also das Urteil ist vom Bundesgericht, zumindest von der zweiten Instanz, dann bestätigt worden. Sind Sie nicht ein bisschen unfair zu dem Basler Gericht? Ich? Mhm. Also, ich meine, ich habe nichts gegen die Basler Justiz. Es ist auch die einzige Justiz, die ich so gut kenne. Und da sage ich meine Meinung. Und auch in diesem Fall muss ich sagen, sind natürlich da Auffälligkeiten und Eigenarten, die natürlich schon sehr ungewöhnlich sind, wenn man jetzt daran denkt, dass die ganze Kritik hat sich entzündet an seinem Hotel. Das ist ja das Hotel Engel in Dornach und dann in Herisau und dann ist das Grindelwald. Und das hat ja die ganze auch, öffentliche Kritik gegeben. Und dann hat man ihn ja angeklagt wegen 60 Millionen ungetreue Geschäftsführung, Deliktsumme mit diesen Hotels. Donner ist in der ersten Instanz wegen diesem Hotel, allerdings 30 Millionen, das war ein Teil von Jahren, hat man ihn dann verurteilt. Also wegen etwas ganz anderes und auch kleinere Beträge. Ja, kleinere Beträge. Ja. Aber noch härter, der entscheidende Schritt ist dann in der zweiten Instanz. Dort ist wegen Hotel und ungetreue Geschäftsbesorgung ist zero gewesen. Überhaupt nicht. Und dann sind plötzlich andere Delikte aus dem Hut gezaubert worden. Und das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen an David Copperfield erinnert. Das ganze Theater war das gleiche gewesen. Aber das Stück hat man ausgewechselt. Mhm. Das ist schon etwas Einmaliges gesehen. Ja, das schreiben Sie auch so. Das schreibe ich so, aber ich glaube, das ist so nie realisiert worden bisher. Ich habe das nie gelesen. Wie reagiert dort die Basler Justiz, wenn Sie so Sachen schreiben? Ja, die reagieren natürlich sehr neuralgisch. Nicht? Der höchste Richter hat ja hier bereits einen öffentlichen Brief verfasst, wo man allerdings Recht gibt, dass der Herr keine Chance gegeben hat. Aber es ist natürlich da ein sehr ironischer Unterton drin. Mhm. Sie haben bei Ihrem Buch ein Bild auf dem Deckel hinten dran. Da sieht man der Guido Zech und sein Gegner in dem Sinne, also der, der eigentlich geklagt hat, der Marc Sutter. Das ist ein Kernbild in Ihrem Buch. Was haben Ihre Recherchen ergeben? Was ist da in diesem Moment wirklich abgelaufen? Ja.